Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang möchte ich gleich die neuen Zuschauer, vor allem unter euch, auf die Infobox unterhalb von diesem Video aufmerksam machen. Ihr könnt dort die Karten euch genauer anschauen, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet dort Social Media Links von mir, meine E-Mail-Adresse, Info- und Special-Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten ebenso finden, sowie natürlich auch das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt, natürlich nach wie vor nicht müsst. In einem allgemeinen Tarot-Reading gelten so manche Besonderheiten bzw. Grundregeln. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten geschlechtlich neutral gedeutet werden und dass häufig auch die Rollen vertauscht sein können. Solltet ihr die eine Sekunde Lebenszeit entbehren können, freue ich mich über einen Like unter diesem Video, genauso über ein Abonnement. Mir kommt das natürlich sehr zugute, ich kann damit viel anfangen, ihr habt natürlich nichts Negatives daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude und Vergnügen bei dem Reading. So, liebe Steinböcke, eure Karten sind gemischt und ausgelegt, natürlich decken wir sie gleich gemeinsam auf. Das Einhorn können wir hier schon sehen und die Reinheit, das ist eure Hauptenergie. Mit der Reinheit kann man ein reines Herz beispielsweise verbinden, ein reines Gewissen könnte man auch tatsächlich sagen. Viele von euch könnten womöglich in der Vergangenheit oder auch natürlich jetzt in der Präsenz, in der Gegenwart Schuldgefühle haben, möglicherweise auch eine gewisse Verbissenheit besitzen. Es kann sein, dass man unruhig ist, nervös ist, möglicherweise sich vielerlei Gedanken über Gott und die Welt machen könnte, über alles und jeden machen könnte. Die Reinheit in dem Sinne könnte dann auch die Balance, der innere Frieden bedeuten, mit sich selbst im Reinen zu sein oder ins Reine zu kommen, könnte hier natürlich ebenso angesprochen sein. Das möchte ich mir jetzt während des Readings natürlich genauer anschauen. Hier haben wir als erste Karte gleich den Gehängten. Der Gehängte kann zweierlei gedeutet werden. Zum einen könnte der Gehängte für ein Stagnieren stehen, für ein Festsitzen, ein Feststecken, ein Festhängen, ein sich klassisch nicht vom Ort und Stelle bewegen können. Es kann sein, dass ihr hier in einer Art Zwickmühle steckt, dass euch etwas, vielleicht auch jemand, angebunden hat, dass man nicht frei agieren kann, wie man eigentlich möchte. Der Gehängte kann aber auch für einen Meinungs- oder Perspektivenwechsel stehen, dass man eine Sache jetzt anders sieht, als man sie noch vorher gesehen hat. Quasi die, wie gesagt, Perspektive geändert hat. Teilweise kann es aber auch gut und gerne hier zu einer Erleuchtung, zu einer Art Bewusstwerdung gekommen sein, die einem jetzt anders über eine Angelegenheit denken lässt, als noch vorher. Der Gehängte kann zweideutig gedeutet werden, das möchte ich mir noch genauer anschauen. Der Stern. Der Stern ist eine von drei ganz klassischen Heilungskarten im Tarot. Heilung, Reinheit, diese beiden Begriffe liegen auch schon relativ nah beieinander, beziehungsweise sind natürlich assoziativ miteinander. Der Stern hat auch etwas mit der Bewusstwerdung zu tun, mit einer Erkenntnis. Einem könnte hier ein Licht aufgehen. Genauso ähnlich wie beim Gehängten man es manchmal deuten kann, wäre es hier gut und gerne möglich, dass viele von euch bestimmte Informationen über eine ganz bestimmte Sachlage erlangen, über die man dann anders denkt als noch vorher. Das kann hier natürlich mit diesen beiden Karten alleine schon dargestellt sein. Das ist ein Szenario, welches hier nicht abwegig ist, dass man hier beispielsweise etwas erkennt oder anerkennen kann, was einen dann zwangsweise andere Denkrichtungen einschlagen lässt. Man hat über eine ganz bestimmte Angelegenheit ein Urteil sich gebildet, eine Meinung sich möglicherweise auch gebildet und jetzt erfährt man etwas über diese Angelegenheit, was einen dann zum Umdenken animieren kann. Das ist natürlich noch allgemein und oberflächlich jetzt natürlich ausgedrückt. Ich habe hier auch schließlich erst zwei Karten liegen, aber das kann ich mir hier gut und gerne vorstellen. Der Stern hat auch nicht nur diese Reinheit, diese Heilung, diese Klarheit als Deutungsvariante. Der Stern ist auch eine Wunscherfüllungskarte, eine Glückskarte, kann man auch dazu sagen. Es könnte hier gut und gerne auch um etwas Angestrebtes gehen, ein Ziel, einen Wunsch, einen Traum. Auch den möchte ich mir natürlich noch genauer anschauen. Die Welt. Die Welt, gerade was die Mitte des Readings angeht, ist recht aussagekräftig. Es könnte sich hier um euren Alltag drehen und handeln, liebe Steinböcke, um etwas Gewohntes, um eine Routine, eine Art Ritual möglicherweise, etwas, was
längere Zeit schon so läuft. Und wie viele von euch es wahrscheinlich hier auch tatsächlich dann sehen können, anhand des Gehängten, anhand des Sternes hier und des Szenarios, was ich euch gerade versucht habe näher zu bringen, könnte sich hier in eurem Alltag einiges verändern. Die Welt, ähnlich wie auch der Gehängte in manchen Deutungsvarianten, kann für die Eingeschränktheit stehen, dass man hier unfrei agiert, dass man nicht so kann, wie man eigentlich möchte. Und auch das wäre mit der Welt in der Mitte nicht unbedingt abwegig. Das möchte ich mir auch noch genauer anschauen, weil es scheint hier, dass viele von euch hier eine Art Ära, eine Art Zeitspanne dargestellt ist, in der man festgesessen hat, in der man sich angebunden fühlte. Aber möglicherweise sind es auch Gedanken, Mentalitäten, vielleicht auch Sorgen oder Zweifel, die einem ein bisschen unterdrückt haben könnten, ein bisschen ein flaues Gefühl in den Magen geschaffen haben. Das kann ich mir natürlich gut und gerne vorstellen. Die Welt in der Mitte des Readings kann auch natürlich für das Abschließen eines alten Kapitels und für den Beginn eines neuen Kapitels stehen, was damit einhergeht, dass man hier über ganz bestimmte Sachlagen Klarheiten erreicht, eine Art Erkenntnis davon tragen kann und man dann fortan die Dinge etwas anders sehen könnte. Alles greift hier ineinander rein bislang. Ich habe hier auch schon drei große Arkana. Jetzt sind es vier große Arkana, die hier sehr aussagekräftig sind. Also für viele von euch, liebe Steinböcke, und ihr seid jetzt hier übrigens auch dargestellt im Turm, das ist einer eurer beiden klassischen Tarotkarten, es scheint hier vieles in Veränderung gehen zu können. Tatsächlich auch relativ plötzlicher Natur. Das ist hier mit dem Turm generell dargestellt. Der Turm sind Überraschungen, die positiv oder negativ sein können. Hier passiert etwas plötzlich, unvorhergesehen, unvorherahnbar in vielen Fällen auch tatsächlich. Das kann aber auch ein einschlägiges Erlebnis sein. Aber auch der Begriff einschlägiges Erlebnis, den kann man positiv oder auch negativ deuten. In der Spiegelung zum Stern kann ich das eher positiv deuten, weil der Stern generell eine sehr positive Karte ist. Wie gesagt, von der Heilung sprechend, von der Klarheit, der Wunscherfüllung oder dem Glück sprechen. Es kann hier tatsächlich auch der sogenannte Glücksfall eintreten für manche von euch. Glücksfall oder was jeder Mensch als Glück ansieht oder mit dem Glück in Verbindung bringt, ist natürlich etwas Individuelles. Und Glück kann Gesundheit bedeuten, was bei dem Stern sehr naheliegend ist. Dass man sich hier beispielsweise früher von einer Erkrankung oder einem Defizit erholt, als man es eigentlich gedacht hätte oder vorausprognostizieren konnte. Das wäre ein Beispiel von vielem, was ich euch hier natürlich nennen kann, aber es kann hier gut und gerne auch etwas Plötzliches, Unvorhergesehenes zu eurem Gunsten passieren, liebe Steinböcke, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Gerade den Turm möchte ich mir noch genauer anschauen, wie auch die anderen Karten. Es kommt sehr selten vor, liebe Steinböcke, dass man in einem allgemeinen Tarot-Reading in einer Reihe gleich fünf große Arkana hat. Die großen Arkana unterscheiden sich von den kleinen Arkana in dem Falle, dass es hier dann schon um sehr einträchtigende Energien geht, um sehr schwunghafte Energien, um sehr aussagekräftige bzw. auch starke Energien geht. Hier könnte sich vieles verändern oder anders ausgedrückt, das, was hier passiert potenziell in eurem Februar im Resonanzfall, liebe Steinböcke, ist nicht unbedingt eine Kleinigkeit. Die Herrscherin ist in einem allgemeinen Tarot tatsächlich dann auch jene Karte, die für jenen steht, für den das Reading auch bestimmt ist. In dem Fall kann man hier ebenso eure Energie darin entdecken. Die Herrscherin ist eine gemachte Person, mit allen Wassern gewaschen, jemand, dem jetzt so leicht nichts mehr vom Hocker hauen kann. Aber die Herrscherin steht auch für die Entfaltung, für die Entwicklung, für den persönlichen Wachstum. Und der persönliche Wachstum hier in der Spiegelung zum Gehängten, es kann gut und gerne sein, dass euch jemand oder etwas bislang etwas zurückgehalten hat, unterdrückt hat, an eurer Entfaltung euch gehindert hat. Und es können, wie gesagt, Ängste sein, es können Zweifel sein, Sorgen, Missmut, Pessimismus. Das kann sehr vieles tatsächlich sein in der mentalen Welt. Es wäre aber auch gut und gerne möglich, dass euer Wert von Mitmenschen beispielsweise nicht wirklich erkannt wurde, dass ihr nicht für voll genommen wurdet, dass ihr womöglich auch nicht losgelassen wurdet oder jemanden loslassen konntet. Auch das kann man natürlich dann im zwischenmenschlichen Sinne damit verbinden, dass man hier bei seinem persönlichen Werdegang
tatsächlich so eine Art Klotz am Bein mitschleppen muss, so eine Art Eisenkugel. Die Reinheit, die sagt mir jetzt hier, gerade hier mit dieser Spiegelung Stern und Turm, beziehungsweise auch die Welt dazwischen, dass viele von euch mit sich selbst ins Reine kommen können oder mit einem Bezugsmenschen ins Reine kommen können. Also dieses ins Reine kommen, das scheint mir hier tatsächlich ein Prozess zu sein, der hier mehr und mehr Realisation annehmen kann. Die nächste Karte, die eine große Arkana ist, also sechs große Arkana in einer Reihe. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal jemals hatte, muss ich tatsächlich sagen. Der Eremit ist Insichtkehr, Wissen aneignen, weise werden, Innenschau kann man auch dazu sagen. Der Eremit im Outcome bedeutet, dass man bewusster wird, dass man auch auf die kleinen Dinge achtet, auch auf Nebensächlichkeiten achtet, dass man sich aber auch mehr darüber bewusst wird, was man haben möchte, wo die eigenen Stärken beispielsweise liegen, aber auch darüber, wo die eigenen Schwächen liegen, wo die Ängste vergraben sind beispielsweise. Also generell eine Bewusstwerdung über sich selbst, über den eigenen Zustand, ganz grob formuliert. Der beinhaltet natürlich Emotionen, genauso wie Denkmuster, Mentalitäten, Ticks oder Eigenschaften, auch Wünsche, Ziele und Träume. Man wird sich über sich selbst tatsächlich bewusst, man lernt über sich selbst, könnte man auch sagen. Und auch der Eremit, gerade auch mit der Hauptenergie, ist der sehr gut zu verbinden, weil mit sich selbst ins Reine kommen. Häufig, ja, ist da die Eremitenposition, beziehungsweise man sagt der Eremitenmodus, zielführend für etwas derartiges. Sehr interessante erste Reihe. Ich möchte hier natürlich noch mehr Details herausfinden. Die Acht der Münzen ist hier auf den Gehängten geklärt. Die Acht der Münzen ist eine ganz klassische Arbeitskarte, auch die Arbeit an sich oder die Verarbeitung von etwas, was in der Vergangenheit liegt. Und auch das liegt hier nahe mit den Acht der Münzen auf den Gehängten, weil, wie gesagt, der Gehängte, man ist dort angebunden, man ist dort unfrei, man ist eingeschränkt. Und eine Einschränkung oder eine Unfreiheit, das setzt natürlich voraus, dass etwas in der Vergangenheit passiert ist, was euch erstmal einschränkt. Weil normalerweise ist man frei, aber durch Umstände, durch Situationen oder durch auch Personen wird man eingeschränkt, wird man in seiner Freiheit sozusagen, ja, dezimiert, könnte man manchmal sagen. Es scheint mir hier sich für viele von euch um eine Art mit sich selbst ins Reine kommen zu drehen und zu handeln, möglicherweise beeinträchtigt oder man könnte auch sagen, schließt mit ein, dass viele von euch hier auch mit etwas abschließen können, was euch in der Vergangenheit immer mal wieder zum Denken animiert hat, immer mal wieder Sorgen oder Missmut bereitet hat. Auch das, wie gesagt, möchte ich mir noch genauer anschauen, aber eine Art Verarbeitung, aber auch gleichzeitig das Arbeiten an einem selbst. Das kann hier für viele von euch ein Szenario sein, welches hier gerade im Februar, natürlich ist die Zeit nach wie vor fließend, in die Gänge kommt, beziehungsweise vielleicht sogar auch zum Abschluss kommen kann. Hier haben wir die Acht der Kelche. Die Acht der Kelche ist eine ganz klassische Vergangenheits- oder Verlassenskarte. Es kann beides tatsächlich sein, dass man in der Vergangenheit ja etwas verlassen hat, dem man immer noch hinterher trauert, beispielsweise formuliert. Bei den Acht der Kelchen hat man häufig sich wohlgefühlt in einer bestimmten Situation, aber irgendwann hat man diese Situation verlassen, entweder absichtlich oder zwangsweise. Möglicherweise wurde man auch verlassen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, hier ist etwas in der Vergangenheit passiert, liebe Steinböcke, was euch immer mal wieder unterdrückt hat, was euch immer mal wieder eingeschränkt hat, Sorgen bereitet hat oder euch kurz ausgedrückt nicht gefallen hat. So kann man es tatsächlich sagen. Und ich glaube, zu eurem eigenen Wohle, zu eurer eigenen Genesung oder Gesundheit habt ihr hier einen Bereich eures Lebens, der sich mittlerweile auch schon wie eine Routine anfühlen kann, können. Den habt ihr zurückgelassen. Und ich glaube, damit habt ihr hier einen großen Schritt in Richtung Reinheit getan, in Richtung Reinigung möglicherweise auch getan. Ich glaube, ihr habt das zu eurem eigenen Wohle getan. Und das ist etwas, was euch wahrscheinlich nicht leicht fiel, was für viele von euch auch ein wirklich großer Schritt war, auch hier mit der Welt. Und der Konjunktion zu den Acht der Kelchen könnten viele von euch damit möglicherweise eine Art neue Ära in ihrem eigenen Leben einleiten. In der Mitte des Readings auf die Welt geklärt haben wir die drei der Schwerter.
Die drei der Schwerter: Enttäuschung, Frustration, Trübsal, schlechte Atmosphäre, ein gebrochenes Herz kann hier genauso dargestellt sein. Dann liegt es nahe, dass das Thema in der Vergangenheit mit einem ganz bestimmten Menschen zu tun hat, der euch im wahrsten Sinne des Wortes euer Herz gebrochen haben könnte. Wenn es so ist und wenn das auf einen bestimmten Menschen zu beziehen ist, dann ist es beispielsweise so, dass ihr diesen Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg nicht loslassen konntet, dass es euch dieser Mensch immer mal wieder schwer gemacht hat, weiterzukommen, weiterzumachen. Drei Schwerter neben acht der Kelchen. Ich glaube, ihr habt euch hier, weil es nicht mehr anders ging, weil es nicht mehr auszuhalten war, aus einem bestimmten Bereich, aus einer Routine, aus einem Alltag entfernt, in der Hoffnung, dort, wo ihr euch hinbewegt, Frieden finden zu können, die Balance finden zu können, die Reinheit finden zu können oder einfacher ausgedrückt, damit es euch besser geht als noch in dieser Gewohnheit, in diesem Alltag. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Steinböcke. Ich kann es noch nicht genau beziehen, auf welches Genre in eurem Leben sich das sozusagen erstreckte, ob das dann hier sowas wie eine Partnerschaft war oder ob das ein zwischenmenschliches Verhältnis war. Vielleicht war es auch tatsächlich der Arbeitsplatz oder eine ungesunde Routine, eine Art ungesunder Alltag. Das kann ich mir hier in sehr vielen Varianten tatsächlich vorstellen. Der Turm auf den Turm geklärt. Das passiert extrem selten und da spricht man von einer Kettenreaktion. Eine Kettenreaktion ist, denke ich, ein Begriff, der vielen von euch geläufig ist. Es passiert etwas und aufgrund dessen, was da passiert ist, passiert das Nächste. Da kann man auch von einer Reihe Dominosteine reden, die jetzt nach und nach umfällt. Das ist diese Kettenreaktion. Also nicht nur, dass hier dieser Turm hier in der ersten Reihe schon ein beeinträchtigendes Erlebnis oder Ereignis darstellen kann. Da passiert etwas, womit man nicht gerechnet hat. Aufgrund dieses Ereignisses passiert tatsächlich dann das Nächste, mit dem man nicht gerechnet hat. Es passiert hier Schlag auf Schlag sozusagen. Das Resultat daraus ist aber hier relativ eindeutig, das ist die Herrscherin. Und das, was hier passiert, das scheint zu eurem Gunsten passieren. Das scheint euch entweder reifer zu machen, reichhaltiger zu machen, kann man auch sagen, erfahrener zu machen. Ich meine, jedes Ereignis macht uns erfahrener, das ist eigentlich ganz logisch, aber es hat hier direkt etwas mit eurem Wachstum zu tun, vielleicht auch mit der Verarbeitung zu tun von etwas, was bislang, wie gesagt, eine Art Eisenklotz an eurem Bein darstellte. Der Turm nach wie vor natürlich auch Steinbock-Energie. Es könnte hier gut und gerne sein, dass ihr schlichtweg selbst darin dargestellt seid, aber so oder so passiert euch hier ein Turm, etwas, was man nicht hat kommen sehen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil die Spiegelung hier eher negativ wäre, die Spiegelung hier eher positiv wäre. Es wird hier wahrscheinlich mehr auf die Klärung ankommen. Auf die Herrscherin haben wir den Stern. Das ist definitiv eine sehr positive Energie, die hier auch wiederum als Resultat dargestellt ist. Der Stern, wie gesagt, ich habe es euch hier oben schon gesagt, das ist Heilung, das ist Klarheit, das ist Reinheit, Reinigung, Reinheit, ne? Also ich denke, dass hier eure Hauptenergie viel damit zu tun hat, Altes zu vergessen, Altes hinter euch lassen zu können, vielleicht auch die ein oder anderen Gewissensbisse oder Schuldgefühle ablegen zu können, Bezug nehmen auf etwas, was möglicherweise in der Vergangenheit passiert ist. Teilweise kann man davon sprechen, dass viele von euch ein eigenes Tun, ein eigenes Handeln im Nachhinein hinterfragen können. War das das Richtige, was ich da getan habe? Komme ich damit zurecht, was ich da für eine Entscheidung getroffen habe? Diese Schuldgefühle oder dieses Fragwürdige, dieses sich selbst in Frage stellen, Bezug nehmen auf eine Aktion in der Vergangenheit, ist etwas, was viele Menschen natürlich häufig machen. War das jetzt richtig? War das falsch? Hätte ich mehr tun können? Hätte ich weniger tun sollen? Hätte ich vielleicht eine Entscheidung früher treffen sollen? Vielleicht auch gar nicht treffen sollen? Das sind derartige Fraglichkeiten, die einem dann teilweise auch keine Ruhe lassen. Aber solange man auch darüber nachdenkt, wird man hier potenziell auch sich im Kreise drehen, wird man hier mit etwas Bestimmten nicht abschließen können, kommt man nicht voran sozusagen oder man schafft es auch nicht, ein ganz bestimmtes Kapitel abzuschließen. Und auf was genau sich das bezieht, das kann ich hier immer noch nicht eingrenzen, weil ich habe hier zwar eine Arbeitskarte, was mich vermuten lässt, arbeitstechnischer oder hobbytechnischer Bereich, ich habe hier keine weitere Personenkarte. Deswegen ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass dieses ganze Prozedere sich auf einen Menschen bezieht. Das wäre natürlich dann immer noch auf die persönliche Situation zu beziehen. Der Stern auf euch in der Klärung, der Stern auf die Acht der Münzen in der Spiegelung bedeutet nicht nur, dass man hier über einen längeren Zeitraum hinweg wahrscheinlich an sich selbst gearbeitet hat, möglicherweise
hat man hier sich auch erst wieder regenerieren müssen von etwas, was einem damals in der Vergangenheit passiert ist. Ich glaube, darüber haben sich viele von euch schon über einen längeren Zeitraum Gedanken gemacht und ich glaube, dass ihr hier mehr und mehr tatsächlich Bezug nehmend auf das mit euch selbst ins Reine kommen könnt, liebe Steinböcke. Der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe, eine Hofkarte im Feuerzeichen. Es muss hier natürlich nicht unbedingt ein Feuerzeichen dargestellt sein. Es könnte dir auch selbst tatsächlich sein. Der Ritter der Stäbe hat ganz bestimmte Charakteristiken. Er schaut hier nach rechts, das heißt zukunftsorientiert. Der Ritter der Stäbe ist sehr hartnäckig. Das ist jemand, der eifrig ist, teilweise etwas übermotiviert sein könnte. Aber motiviert ist dieser Mensch auf jeden Fall. Manchmal könnte dieser Mensch etwas überschwinglich sein oder ja, will zu viel zu schnell. Also Ungeduld wäre hier auch eine passende Deutungsvariante. Der Ritter der Stäbe ist hier im Outcome. Es könnte hier gut und gerne sich um eine weitere Entwicklung von euch drehen. Es kann hier aber auch gut und gerne sich natürlich auf einen Menschen beziehen, der in Zukunft eine Rolle spielt. Ich glaube, dass ich hier noch mehr Details mit dieser Klärungskarte hier auf diese beiden Türme herausfinden kann. Aber der Ritter der Stäbe, man kann sich hier natürlich Gedanken machen um einen ganz bestimmten Menschen und das, was da in der Vergangenheit bei euch passiert ist. Das wäre hier ein Beispiel, wie man das Ganze hier interpretieren kann. Es wäre genauso richtig, dass man hier diese Innenkehr und In-sich-Schau betreibt, dass man hier mit sich selbst ins Reine kommt und dann potenziell, was die Zukunft angeht, etwas freier, etwas selbstsicherer, etwas engagierter, möglicherweise aber auch tatsächlich etwas bestimmter in die Zukunft gehen kann, dass man dann besser weiß, was man kann, was man nicht kann, was man will, was man nicht will, wozu man selbst auch in der Lage ist. Auch das wäre eine passende Charakteristik, die dann natürlich auf euch zutreffen könnte. Wir haben hier die 5 der Kelche. Es ist eine klassische Vergangenheitskarte und wiederum ist sie emotionaler Natur, genauso wie diese 8 der Kelche hier. Ich glaube, dass hier etwas in der Vergangenheit passiert ist, was für viele von euch nur schwer zu verkraften war, liebe Steinböcke. Ich glaube, das ist etwas, was ihr gut und gerne, wenn ihr die Möglichkeit hättet, das Ganze noch einmal zu durchleben, vielleicht das ein oder andere etwas anders zu machen. Das wäre gut und gerne möglich. Ob das sich jetzt auf eine Partnerschaft bezieht, die eine Trennung irgendwann durchlebte, oder ob es sich hier auf eine hobbymäßige oder arbeitstechnische Situation bezieht. Ich glaube, wenn ihr die Möglichkeit hättet, würdet ihr nicht mehr alles so machen, wie es abgelaufen ist in der Vergangenheit. Das ist natürlich nichts Schlimmes generell. Viel wichtiger ist, dass man ja aus diesen Fehlern möglicherweise gelernt hat. Da hättet ihr schon vielen Menschen etwas voraus, wenn ihr das so getan hättet. Die 5 der Kelche auf jeden Fall deutet auf einen Verlust hin, auf eine Trauer, auf eine Reue möglicherweise. Und ich bin hier tatsächlich auch bei diesen Schuldgefühlen oder bei dieser Fragwürdigkeit, habe ich richtig gehandelt? War das richtig, was ich getan oder gesagt habe? Das ist dieses sich immer mal wieder im Kreis drehen und immer mal wieder an die entstandene Situation zurückdenken, weil das ist hier Vergangenheitsenergie, das ist Vergangenheitsenergie und hier versucht man das Ganze auch zu verarbeiten. Es ist nicht so, dass ihr euch nur und ständig in der Vergangenheit aufgehalten habt, aber ihr habt hier versucht, etwas zu überwinden, was passiert ist und dabei habt ihr euch manchmal etwas leichter getan und manchmal etwas schwerer getan. Ich sehe aber, dass dieser Abschluss noch nicht gefunden wurde. Wiederum die Herrscherin. Also wir haben jetzt hier schon ein paar Karten, die sich wiederholen. Nicht nur der Turm, nicht nur der Stern, sondern auch jetzt die Herrscherin. Es scheint hier viel um euch zu gehen. Natürlich immer hier in Unabhängigkeit von einem bestimmten anderen Menschen zu sprechen. Ich meine, das liegt hier nahe, weil ich, wie gesagt, eure Energie hier, hier, hier und jetzt auch hier habe. Eine andere Energie hier nicht unbedingt entdecke oder erkenne, was einerseits bedeuten kann, ihr seid bei diesem Abschließen von einem ganz bestimmten Menschen, beispielsweise euch loszureißen, sehr, sehr weit gekommen, noch nicht ganz abgeschlossen. Es kann hier gut und gerne sein, dass ihr Anbindungen habt, es kann gut und gerne sein, dass man Gewissensbisse hat oder tatsächlich das eigene Entscheiden in Frage stellen könnte im Nachhinein, nachdem diese Entscheidung gefallen ist. So muss man das Ganze hier aus der Vogelperspektive sozusagen interpretieren. Und mit der Herrscherin auf die 8 der Kelche haben es viele von euch geschafft, weiterzumachen, aufzustehen, ihren eigenen Weg zu gehen, eine gewisse Zeit lang definitiv, auch eine gewisse Distanz wahrscheinlich auch. Also es ist nicht so, dass dadurch, was hier in der Vergangenheit passiert ist, für euch eine Welt zusammengebrochen ist, in der ihr euch immer noch befindet. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil auch mit dem Stern in der Spiegelung hier kann man sehen,
dass viele von euch schon sich regenerieren haben können, aufgestanden sind, könnte man auch tatsächlich sagen, vielleicht auch zu den ein oder anderen Erkenntnissen gekommen sind, gerade was dann die Zwischenmenschlichkeit angeht, dass man in Distanz voneinander erst einmal erkennt, was für schlechte Angewohnheiten oder Umgangsarten man in der Zwischenmenschlichkeit da in der Vergangenheit hatte. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist dieses Tag für Tag mehr realisieren und sich dadurch auch regenerieren. Und das ist ein Loslassprozess, Heilungsprozess. Man kann da viele Begriffe natürlich dafür anwenden, je nach spezieller Situation. Aber ich glaube, dass viele von euch sich da schon eine ganze Zeit lang darin befinden könnten. Die drei der Kelche. Ist es das, was man vielleicht gehofft hat? Das ist die drei der Kelche deutet häufig auf eine Dreierkonstellation hin. Das wäre dann der Fall, wenn ich hier nicht nur eure Energie, nicht nur die Energie eines Bezugsmenschen, sondern auch noch die Energie einer dritten Person hätte. Dann könnte ich hier von der Dreierkonstellation reden. Es schließt natürlich nicht aus, dass dieses alte Kapitel mit einer Dreierkonstellation zu tun hat für viele von euch. Drei der Kelche auf die Welt. Es wäre gut und gerne möglich, dass viele von euch an dem Traum, an dem Wunsch oder an dem Ziel eine ganze Zeit lang festgehalten haben, dass ihr und ein Mensch von damals euch wieder vereinen, wieder zusammenkommen sozusagen, oder dass euer Gegenüber sich bei euch entschuldigt und dann nehmt ihr euch wieder in die Arme und es ist alles wieder gut. Das kann hier so eine Art Traumszenario gewesen sein, was für viele von euch euch eine Zeit lang in einer Hoffnung hat belassen. Aber mehr und mehr glaube ich, dass mit der Zeit hier eure Hoffnung weniger und weniger wurde oder mehr und mehr trügerisch wurde. So kann man das tatsächlich auch formulieren. Diese Wiedervereinigung kann hier von eurer Seite aus etwas bislang noch Erhofftes gewesen sein. Ich glaube aber, dass das weniger und weniger realistisch für viele von euch jetzt sein könnte. Und ich bin jetzt extrem gespannt auf diese beiden Türme hier, weil das ist die Folgekarte hier. Oh, okay. Das ist extrem kompliziert. Es ist deswegen so kompliziert, liebe Steinböcke, weil der Teufel eine ganz klassische Tarotkarte ist, die für Negatives steht. Das sind Ängste, Zweifel, Sorgen, Süchte, Anhaftungen, Koexistenz, Pessimismus, Schwarzmalerei, Krankheit, Gebrechlichkeit. Das kann hier extrem viel sein. Der Teufel hat die meisten Deutungsvarianten, die meisten davon sind negativ. Der Teufel ist aber auch eure ganz klassische Tarotkarte. Und wenn das so wäre, habe ich hier eine komplette Sparte mit eurer Energie. Weil hier ist eben auch der Steinbock an sich dargestellt, genauso wie in der Spiegelung ihr dargestellt seid. Ich ahne hier, liebe Steinböcke, ich ahne, dass viel Negatives, viel Beängstigendes, viel Fragliches, man könnte auch sagen, vieles, was euch hat zweifeln lassen an euch selbst und eurem eigenen Urteilsvermögen möglicherweise auch, dass das hier zu einem Abschluss kommen kann. Deswegen glaube ich, dass hier der Teufel nicht nur für euch steht, sondern eben auch für Anhaftungen steht, auch für Unüberwundenes steht. Und mit der Herrscherin hier in der Spiegelung, wo man vom Wachstum oder von der Verarbeitung natürlich auch sprechen kann, liegt es nahe, dass viele von euch, und ich kann es, glaube ich, gar nicht anders ausdrücken, weil das ja immer noch ein allgemeines Reading ist, mit sich selbst ins Reine kommen. Ich weiß nicht, was ihr euch vorwerft gegenüber der Vergangenheit. Ich glaube, das kann sehr vielseitig sein. Es scheint aber bei vielen von euch auch ausgeprägter Natur zu sein. Typische Steinböcke, die haben etwas getan und entweder stehen sie dazu oder räumen ein, dass es ein Fehler war und versuchen, ihn auszubessern. Das ist typisch Steinbock, das ist eigentlich auch typisch Erdenergie. Und es kann hier gut und gerne sein, dass das bislang noch nicht passiert ist. Es wäre hier möglich, dass mit dem Teufel auf den Turm und Teufel hier auf Turm viele von euch aus einer Art Abfolge lernen, dass sie mehr, ich sag jetzt mal, mehr drauf haben, als sie sich eigentlich zugestanden haben. Ich glaube, dass da viele von euch hier mit einer Kettenreaktion in der Vergangenheit zu tun haben. Das heißt, es ist etwas passiert, daraufhin ist etwas passiert, daraufhin ist etwas passiert. Und diese ganze Abfolge, die könnte hier gut und gerne eine Art, ja, wie gesagt, diese Reihe an Dominosteinen, die jetzt nach und nach runtergefallen ist sozusagen, die könnte für viele von euch, das ist jetzt ein ganz hoher Ausdruck, aber das Leben zerstört haben. Es heißt,
Ihr müsst nicht unschuldig an dem sein, was da passiert ist. Ihr müsst es euch lediglich verzeihen können. Und teilweise kann man dann auch sagen, ihr solltet hier natürlich darauf schauen, dass das nicht wieder vorkommt. Das ist dann dieses klassische aus Fehlern lernen, was wenige Menschen leider können. Aber ich glaube, hier ist wichtig, sich selbst zu verzeihen. Das wäre hier gut und gerne möglich. Oder mit sich selbst ins Reine zu kommen. Und ich hoffe, anhand dieses Beispiels, was ich euch jetzt gerade genannt habe, konnte ich euch das Ganze hier etwas verdeutlichen, weil generell ist das ein sehr, sehr kompliziertes Vorgehen. Hier spielt sehr vieles im Hintergrund mit, ne? Von, ne, sich selbst etwas einreden, falsch getan zu haben, über Vorwürfe von dritten Personen. Möglicherweise sagen auch viele von euch, ich hatte vorher jemanden, jetzt habe ich niemanden. Vielleicht hätte ich mich beugen sollen, vielleicht hätte ich ihm oder ihr verzeihen sollen, vielleicht hätte ich ihn oder er mehr binden sollen an mich. Das ist dieses vielleicht hätte ich, hätte ich, hätte ich. Und das zinkt natürlich dann auch wiederum das eigene Selbstvertrauen, das eigene Selbstbewusstsein, den eigenen Stolz oder den eigenen Selbstwert. Und ich glaube, dass hier viele von euch Schuldgefühle hatten, möglicherweise aber auch ihr eigenes Tun und Handeln, ihr eigenes Urteilsvermögen oder die Entscheidungsgewalt, was die Vergangenheit angeht, in Frage gestellt haben. Und ich rede hier auch ständig von der Vergangenheit und der Gegenwart, weil ich hier in der Mitte diesen Umschwung habe. Ich habe hier diesen Turn, ich habe hier dieses nach und nach Realisieren dargestellt. Und das ist ein Progress, der hier nicht einen Tag betreffen muss, sondern für viele von euch tatsächlich Monate bis hin zu Jahre betreffen kann, weil so ein Realisierungsprozess, der kann tatsächlich viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn er aber dann passiert ist. Und das sagen hier wiederum die 10 der Münzen, dann hält das tatsächlich an. Die 10 der Münzen ist meine Lieblingskarte im Tarot. Es ist die Schnitzelkarte, so nenne ich sie immer sehr, sehr gerne. Die 10 der Münzen deutet auf langfristigen Erfolg hin, auf Stabilität, auf Sicherheit, Schutz und Geborgenheit. Teilweise kann man hier auch vom umfänglichen Erfolg natürlich sprechen. Auf den Sternen, Wunscherfüllung, Heilung und Klarheit. Diese drei Begriffe auf euch geklärt. Ich sage jetzt mal so, es rundet genau das ab, was ich euch gerade versucht habe, beispielhaft zu erklären. Man kommt mit sich selbst ins Reine. Man kann sich selbst Fehler verzeihen. Man kann sich selbst jedwede Fehler verzeihen. Ja, mehr zu sich selbst zu stehen, sich selbst mehr zu lieben, könnte man tatsächlich auch unter Umständen hier formulieren. Das sieht man hier in dieser kompletten letzten Sparte und es bezieht sich, wie gesagt, auf etwas, was in der Vergangenheit vielleicht schiefgelaufen ist, falsch gelaufen ist, was man hätte anders machen können im Nachhinein betrachtet. Die 7 der Münzen. Die 7 der Münzen ist eine weitere Arbeitskarte tatsächlich. Also für viele von euch kann das hier mit der Arbeit, mit dem Hobby oder mit den finanziellen in Zusammenhang stehen. Ich sehe hier immer noch nicht unbedingt eine andere Person außer euch. Kann hier natürlich trotzdem im zwischenmenschlichen Sinne mit dem ein oder anderen Mitmenschen zu tun haben, aber nach wie vor ist das auf die persönliche Situation zu beziehen. Die 7 der Münzen bedeutet gerade im Outcome Geduld. Es bedeutet sozusagen abwarten und Tee trinken. Kommt Zeit, kommt Rat, kann man auch dazu sagen. Ich glaube, dass hier mit den 7 der Münzen und dem Eremiten hier viele von euch eine Phase der Insichtkehr auch noch vor sich haben, mehr über sich selbst erfahren, mehr über die eigenen Denkmuster, Wünsche, Ziele und Träume, Anliegen, aber auch Schuldgefühle beispielsweise zu erfahren. Man setzt sich hier sehr viel mehr mit der eigenen Gesinnung auseinander. Und das ist etwas, was meiner persönlichen Meinung nach Menschen sehr viel häufiger machen sollten, als sie es tatsächlich dann tun. Viele Menschen gehen tatsächlich davon aus, dass was sie selbst tun, ist das Richtige und ist das Beste für sich selbst. Das kann man ganz schnell und ganz leicht dahersagen. Aber wie viel Wahrheitsgehalt in dieser Aussage steckt, ist etwas, was man nur über einen längeren Zeitraum hinweg dann tatsächlich hundertprozentig dann auch aussagen kann. Man kann nicht immer alles wissen, ob man gerade richtig für sich selbst handelt, ob man gerade fair ist, ob man nach dem moralischen Kompass gerade handelt, beispielsweise formuliert. Es sind häufig dann Erkenntnisse, die erst ein bisschen später kommen, wenn ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Ich glaube, ihr versucht hier über Entscheidungen, die ihr vielleicht getroffen habt in der Vergangenheit, aber hinterher angezweifelt habt, ob ihr damit zurechtkommt. Ihr versucht hier Fehler zu analysieren, die ihr begangen haben könntet. Ihr steht sie euch ein oder ihr gesteht sie euch ein und versucht sie dann fortan nicht mehr zu tun. Das ist dieser Reinigungsprozess, kann man tatsächlich dazu sagen. Aber ich spreche hier auch generell von einem Wachstumsprozess, von einem Erwachsenwertprozess oder von einem, ja, man kann auch sagen, Bewältigungsprozess. Das kommt aber ganz darauf an, was da genau in der Vergangenheit passiert ist. Ich sehe hier
viel Energie, ich sehe hier sehr viel Bewegung, ich sehe hier Fortschritt im Outcome. Das Ganze kann natürlich hier mit dem Ritter der Stäbe auch sich auf einen ganz bestimmten Menschen beziehen. Aber das möchte ich mir jetzt unter anderem in weiterführenden Reading genauer anschauen, liebe Steinböcke. Ich habe hier ein sehr interessantes Reading, ein wahrscheinlich sehr kompliziert zu verstehendes Reading. Leute, die damit resonieren, die werden wahrscheinlich sehr viel besser wissen, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, als Menschen, die damit schlichtweg nicht in Resonanz gehen. Und ich denke, dass das viele von euch auch schon auf die persönliche Situation herausgefunden haben, ob sie damit resonieren oder nicht, ob die Energien hier ihre Situation darstellen oder nicht. Und wenn das Reading das tut, dann könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Im weiterführenden Reading möchte ich jetzt noch mehr Einsichten gewähren, noch mehr Details zum Vorschein bringen und natürlich dann auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Solltet ihr noch eine Sekunde Lebenszeit entbehren können, liebe Steinböcke, freue ich mich über einen Like unter diesem Video, genauso wie über ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen. Euch kommt es natürlich keinesfalls zum Nachteil, wenn ihr das tun würdet. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Februar. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.